Also zuerst mal muss ich sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass wir wieder so die kleine Veranstaltungsreihe machen und ich wieder Gastgeber sein durfte. Und der Vortrag von Barbara Messer, der war sehr persönlich geprägt und aus vielen eigenen Erfahrungen. Und es war bewundernswert zu sehen, wie sie diese Erfahrungen gemeistert hat und das Gute rausgedreht hat und darüber halt berichten kann, wie sie mit den Erfahrungen umgegangen ist und wie sie die weitergeben kann. Also das Persönliche ist eigentlich ihr Markenzeichen, das kann man sagen. Barbara Messer hat uns sehr viele Impulse mitgegeben, die wir sowohl im privaten als auch im betrieblichen Rahmen nutzen können. Und was ich besonders mitgenommen habe, ist die Wertschätzung für Menschen nochmal ganz zu favorisieren, weil das ist etwas, was wir gerade als Unternehmer für uns, für unsere Kunden, für Lieferanten oder Mitarbeiter ganz hoch anstellen sollen. Und der zweite Punkt, den ich als Abschluss von ihr wunderbar fand, ist, dass wir wirklich unsere Fußstapfen in dieser Welt hinterlassen. Dazu hat sie uns dann eine kleine Walnuss mitgegeben, die uns dazu erinnert, dass wir nicht nur Walnüsse ernten dürfen, sondern vielleicht auch mal einen Ball oder einen Baum pflanzen. Es war für mich eine ganz spannende Erfahrung, dass es so wichtig ist, wer sitzt dort, wer hat welche Situation, ist es jetzt beruflich oder geht es auch ein bisschen ins Private, weil jeder Unternehmer hat natürlich auch eine private Seele und zu merken, es gibt Irritationen, es gibt so den Wunsch nach Handfestigkeit, dann braucht es wieder was Nachdenkliches und natürlich immer wieder spannend, das auf Unternehmenskontexte runterzubrechen und da Antworten zu geben. Also ich fand den Abend und die Gespräche sehr bereichernd. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.